Hallo meine Hübschen, heute geht es um Kajalstifte auf der Wasserlinie. Und zwar, ich wollte euch zeigen, wie man mit einigen Tricks den Kajalstift länger haltbar machen kann. Es ist ganz einfach. Als erstes wollte ich euch sagen, dass der Kajalstift eine sehr große Rolle spielt. Ich habe jetzt eine günstige Alternative rausgesucht, und zwar ist das von P2. Dieser Impressive Gel Kajal Eyeliner in Dramatic Black. Und der ist wirklich sehr gut. Und ihr braucht noch einen Wattestäbchen, ein Ohrenstäbchen und einen Pinsel. So einen flachen. Und eventuell noch einen schwarzen Lidschatten. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also das ist wirklich sehr, sehr hässlich, wenn ich da so Streifchen habe oder das Schwarze nicht so richtig intensiv ist. Ihr nehmt euch ein Ohrstäbchen, geht da auf der Wasserlinie drüber. Wieso? Weil wir auf der Wasserlinie immer einen Film haben, damit die Wasserlinie wirklich sauber ist und dann hält der Kajalstift auch länger. So, weiter. Dann können wir den Kajalstift auftragen. Jetzt Tipp Nummer 2. Wenn ihr wollt, dass der Kajalstift länger hält, oben auch auftragen. Weil beim Blinzeln kann es sein, dass die untere Linie, die Farbe nach oben haften bleiben. Und das heißt, dass unten weniger Farbe dann ist. Logisch, oder? So, hier oben auch. Ich weiß, es ist sehr unangenehm, aber es lohnt sich, Leute. Und es macht zusätzlich noch die Wimpern dick. Dichter. So, Schritt Nummer 3. Und zwar, ihr wisst ja, alles was cremig ist, muss mit Puder fixiert werden, damit es länger hält. Und das machen wir jetzt. Und zwar nehme ich einen schwarzen Lidschatten und so einen flachen Pinsel. Ihr könnt irgendeinen Pinsel nehmen, den ihr habt. Es muss nicht unbedingt flach sein, es kann auch klein sein. Hauptsache es ist nicht fluffig, weil sonst habt ihr alles im Auge. So, und dann trage ich es auf der Wasserlinie auf. Es kann sein, dass ein bisschen ins Auge geht, aber das nehmen wir in Kauf. Voilà, fertig! Und jetzt könnt ihr den ganzen Tag sexy mit Kajal herumlaufen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr es ausprobiert, sagt mir unbedingt Bescheid, wie es gelaufen ist. Ich liebe diese Methode, die wirkt bei mir Wunder. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!